Wir sind's wieder. Das ist jetzt der zweite Teil von unserem Helmguide. Im ersten Teil ging es um HJC-Helme und Shoei-Helme, wie man bei denen das Visier wechselt, die Pinlock-Scheibe wechselt und die Innenpolster wechselt. Den Link dazu findet ihr in unserer Beschreibung. Jetzt sind wir hier angekommen bei Schubert und bei X-Lite. Bei denen machen wir jetzt genau das Gleiche. Ich würde sagen, wir fangen erstmal bei Schubert an. Hier ist es genauso. Ihr klappt das Visier ganz hoch. Hier unten habt ihr dann rechts und links diese kleinen Knöpfe oder wie man es nennen möchte. Die klickt ihr beide hoch. Ihr müsst beide hochklicken, es geht nicht anders. Alleine eins könnt ihr nicht draus machen. Ihr müsst beide hochklicken und dann das Visier dann nach hinten ausrasten lassen. Und wenn ihr es wieder reinmachen wollt, genau natürlich der gleiche Weg. Dann wieder links ran, rechts ran und dann runterdrehen und dann ist es drinne. Genau, nochmal testen und es funktioniert. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen direkt über zum Pinlock-Visier bzw. zur Pinlock-Scheibe. Wenn das Visier beschlägt, dann braucht ihr auf jeden Fall eine. Ich habe jetzt hier mal drüben welche nebenbei gelegt und dafür müsst ihr es natürlich auch wieder abmachen. Dafür solltet ihr am besten einen Helmring benutzen, wie wir, oder eben ein Kissen, eine Decke, Hauptsache das Visier verkratzt nicht, dass ihr es halt eben irgendwo ablegen könnt. Bei den Schubert Pinlocks muss man aufpassen, und zwar gibt es bei Schubert zwei verschiedene Helmschalengrößen und dazu auch zwei verschiedene Visiergrößen. Und zwar geht es von, die großen Visiergrößen gehen von 60 bis 65 und alles unten drunter ist dann die kleine Größe. Der Helm ist Größe M, deswegen brauchen wir die kleine Größe. Das ist dann dieses hier. So, da müsst ihr aufpassen, dass ihr links und rechts die Folie abmacht. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr bzw. welche Helmschalengröße oder Visiergröße ihr habt, dann könnt ihr es auch einfach anrufen, uns per E-Mail schreiben. Werdet ihr die auch in unserer Beschreibung sehen. So, jetzt müsst ihr das hier spreizen und links einhaken und nach rechts schieben. Und rechts einhaken. So. Dann das gleiche wieder. Ihr müsst Kreise machen, sodass sich die Luft gut verteilt. Dann könnt ihr es abziehen. So. So, und wenn ihr jetzt reinatmet, seht ihr, es beschlägt nicht. Jetzt würde ich sagen, wir wechseln mal die Backenpolster. Beziehungsweise das komplette Innenfutter, weil wer seinen Helm mal länger anhat, der weiß, es muss auch mal gewaschen werden. Das wäre ziemlich praktisch. So, dann gehen wir gerade mal zu dem Helmring. Ich habe hier einen Klapphelm, das ist ziemlich praktisch, weil wir den aufklappen können und dann das komplette Innenfutter vor euch habt. Und dann seht ihr hier, dass die das bei Schubert ziemlich gut zugemacht haben. Links habt ihr einen Knopf und rechts habt ihr einen, den könnt ihr erstmal aufmachen. Und dann geht es schon weiter zu den Backenpolstern. Die sind genauso wie bei den ganzen anderen Helmen bis jetzt an drei Punkten fixiert. Einmal vorne, in der Mitte und ganz hinten. Bei der linken Seite genauso abmachen. Und hinten auch. So, dann könnt ihr beide Polster rausmachen. Und das hintere Polster raus machen. So, das hintere Polster ist in der Mitte an einem Punkt befestigt. Und das könnt ihr dann nach vorne herausziehen und vorne einfach lösen. So,
So, das war es jetzt erstmal von Schubert. Das war der C3 in der Lady Edition. Gibt es auch bei uns zu kaufen. Auch das Zubehör gibt es bei uns. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen mal zu X-Lite weiter. Das ist der X802R. Das ist die Sportversion von X-Lite. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen direkt über zum Visier. Das ist mal was ein bisschen was anderes, weil ihr habt hier an der Seite zwei Knöpfe, hier links und rechts. Und das Visier könnt ihr nur abmachen, wenn ihr nach ganz oben geht, die Knöpfe drückt auf beiden Seiten und dann nach unten fahrt. Dann rasten die aus und dann habt ihr das Visier. Und genauso müsst ihr das Visier natürlich auch wieder einbauen. Ihr geht dann wieder in die obere Halterung. Dann geht ihr nach unten und das Visier ist wieder drinnen. So. Und wenn das Visier auch hier beschlägt, dann braucht ihr genauso auch ein Pinlock-Visier. Dann müsst ihr wieder das Visier abmachen, wie ich euch eben gezeigt habe. Und in einen Helmring legen. Oder eben Kissen, Decke, je nachdem. Ja. Und dann kommt das Pinlock-Visier zum Einsatz. Das Pinlock-Visier ist wie die ganzen anderen auch in der Plastikhülle eingepackt und hier gibt es aber nur eine Größe, wie bei HJC und Shoei auch. Das ist nur bei Schubert anders. Als erstes hier wieder an der linken Seite müsst ihr die Folie abmachen und an der rechten Seite, so, jetzt werdet ihr das wieder hier einspannen, links, und auf der rechten Seite genau so. So, dann wieder diese runde Bewegung, die Kreisbewegung, dass sich es gut verteilt. Und dann könnt ihr die Folie abziehen. Das Gute hier an den Pinlock-Visieren ist, dass es nicht nur für den 802 ist, sondern dass man die auch noch für den X603, 702 GT und so weiter auch noch benutzen kann. Das heißt, man kriegt noch viel Zubehör. Und falls was ist und ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr uns natürlich auch anrufen oder uns eine E-Mail schreiben oder einfach auch vorbeikommen. Dann baut ihr das Visier einfach wieder ein, so wie ihr es ausgebaut habt, in der obersten Stellung. So, jetzt würde ich mal sagen, wir gehen zum Futter über. Und zwar, ich zeige euch jetzt, wie man das am besten wechselt. Ich würde zuerst mal hier vorne aufmachen, weil wenn ihr später daran wollt, ist es einfach praktischer, wenn ihr ein bisschen mehr Platz habt. So, erstmal zu den Wangenpolstern. Die kriegt ihr hier vorne durch die drei Clips auf. An der Seite, in der Mitte und ganz hinten. Und den Kinnriemen könnt ihr auf beiden Seiten direkt rausmachen, weil die nicht geschlossen sind. Das ist ganz praktisch. Und dann an der Seite rausziehen. So. Der erste, die andere Seite genau das gleiche, vorne, in der Mitte und ganz hinten und genauso mit dem Kinnriemen rausziehen. So, jetzt kommt noch das Kopfpolster, wird hinten rausgemacht und vorne. Vorne müsst ihr ein bisschen Kraft anwenden, weil da nur so ein Netz eingearbeitet ist und es ist sehr flexibel, deswegen müsst ihr da ein bisschen Kraft anwenden, aber es geht. So. So wechselt ihr also das Futter beim X802.